Wir stellen euch heute von der Firma Degri den Poolreiniger vor. Ein kabelloser Poolreiniger, wenn der Akku vollgeladen ist mit einer Laufzeit von etwa 3,5 Stunden. Reicht, um diesen Pool, zum Beispiel den ihr hier im Hintergrund seht, zu reinigen. Hat zwei Schmutzfangbehälter, sage ich jetzt mal, Körbe, wo sich viel Schmutz drin sammeln kann und die aber auch sehr leicht zu reinigen sind. Ich zeige euch jetzt, dass man den sehr leicht reinigen kann. Einfach nur ausspülen. Und fertig. Super schnell gereinigt. Was will man mehr? Das Ganze kann man über eine App steuern. Finde ich sehr, sehr gut. Über die App könnt ihr auch sehen, wie voll, sage ich jetzt mal, diese Schmutzbehälter sind. Und ihr seht auch, wie warm das Wasser ist. Finde ich auch cool. Dann müsst ihr gleichzeitig die Temperatur. Und ihr seht auch, wie viel er von dem Pool schon gereinigt hat. Mittels dieser kleinen Täschchen, sage ich jetzt mal, oder Beutelchen, wird das Wasser gereinigt nochmal. Zusätzlich zu diesem groben Schmutz wird auch nochmal das Wasser richtig dolle gereinigt. Hier ist das Ladegerät. Damit ladet ihr diese Steuereinheit hier oben. Der Poolreiniger hat ein Radar, mit dem er den ganzen Boden abtastet, beziehungsweise den ganzen Pool abtastet. Und dadurch weiß er dann auch, wie er wohin muss. Der Poolreiniger ist für viele Oberflächen, Pooloberflächen geeignet, zum Beispiel jetzt wie hier Vinyl, ist aber auch für Fliesen geeignet und für Beton und für viele andere. Das Gute ist, dass er kabellos ist und selbstständig arbeitet, und wenn er fertig ist, kommt er zum Poolrand, da wo ihr ihn reingelassen habt, oder eben wenn er sagt, okay, mein Akku ist alle, dann kommt er auch zu der Stelle, wo ihr ihn reingelassen habt. Finde ich cool. Und über die App sagt ihr dann ganz einfach, komm bitte zur Oberfläche, und dann hebt ihn raus. Über die App könnt ihr einstellen, dass er zu bestimmten Zeiten den Pool reinigen soll, oder eben ihr steuert ihn auch manuell und sagt dann, das und das soll er jetzt gerade machen. Diese Steuereinheit kommt natürlich auch ins Wasser, ist gar kein Problem, geht nicht unter, und darüber kann man halt auch noch ein paar Sachen einstellen, wie zum Beispiel, dass er jetzt nur die Wand reinigen soll, nur den Boden reinigen soll oder eben alles reinigen soll. Und natürlich, dass man ihn auch pausiert. Hier seht ihr Gummilamellen und hier auch nochmal so weiche Gummis. Darüber kann er natürlich den Pool richtig gut reinigen und zieht sich auch darüber nach oben. Hier ist der Poolroboter in Aktion zu sehen. Hier fährt er gleich eine Wand hinauf. Kann man sehr schön sehen. So, und dann saugt er sich fest und fährt hoch. Hoch und runter, um dann das zu reinigen. Auch hier wieder schön zu sehen, wenn die Wand hochfährt, sich festsaugt. Dann dreht er sogar auf der Stelle und fährt dann seitwärts die Wand entlang. Und auch die Ränder reinigt er problemlos. Über die App sagt er dem Roboter, dass er bitte rauskommen möchte. Und dann fährt er die Wand hoch und dann kann man ihn sich packen. Ich habe den jetzt rausgeholt und jetzt gucken wir mal in den Filtern nach. Die sind ganz einfach rauszuholen. So sehen die aus. Man sieht schon ein bisschen was drin. Aufmachen. Jetzt kann man sehen, da ist schon ein bisschen was drin. Ganz leicht zu reinigen mit zum Beispiel einem Schlauch kann man das alles wieder rausspülen. Und wieder einsetzen. Und auf der zweiten Seite ist auch noch einer. Auch hier sieht man ja schon. Und wieder einsetzen. Wir haben ihn schon ein paar Mal laufen lassen und wir sind sehr zufrieden damit. Wir finden, das ist ein super Teil. Und wenn ihr auch Interesse an so etwas habt, wir setzen euch unten die Links in die Infobox. Und also ich kann es nur empfehlen. Also das Ding ist Wahnsinn. Also ich bin schon begeistert davon, weil ich gesehen habe, wie der die Wände hochklettert. Und auch wie er hier in diesem Pool, da sind ja so Stufen unten nochmal. Und auch da geht er schön drüber und macht das alles sauber. Also top, das Gerät.